Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen. Vor rund 3 Wochen verzeichnete die Polizei im Stadtgebiet Neumarkt einen sprunghaften Anstieg an Fahrraddiebstählen. Schon vorher wurden immer wieder Drahtesel entwendet, dann allerdings gleich 27 Stück an einem Wochenende. Vor wenigen Tagen führte die Polizei deshalb eine größer angelegte Kontrollaktion auf den Straßen der Jurastadt durch. Das Fahrrad. Gut für den Weg zur Arbeit oder dem Einkauf. Sogar Sport wird damit getrieben. Blöd nur, wenn es dann plötzlich nicht mehr da ist, weil es gestohlen wurde. In den letzten Wochen gab es in Neumarkt eine regelrechte Welle von entwendeten Rädern. Um diesen Missstand zu beseitigen, fand letzte Woche eine große Fahrradkontrollaktion statt. Also es sind verschiedene Polizeikräfte beteiligt, uniformierte Kräfte und zivile Kräfte. Und wir haben diese Aktion Fahrradkontrolle in der Stadt Neumarkt heute im Zentrum geplant, weil hier in den letzten Wochen erheblich viele Fahrräder abhanden gekommen sind. Also die Zahlen sind regelrecht explodiert. Wir sprechen allein im Monat März 2022 von 42 gestohlenen, zum Teil hochwertigen Fahrrädern. 2021 gingen die Fahrraddiebstähle in Neumarkt noch stark zurück. Innerhalb von 12 Monaten wurden rund 100 Fälle verzeichnet. Die Aufklärungsrate bei diesen Diebstählen ist gering. Es ist auf jeden Fall festzustellen, dass klassisch die Sommersaison oder die Frühjahrssaison, wo Räder unterwegs sind, auch zu Diebstählen einlädt. Gelegenheit macht Diebe. Und zu den Schwerpunkten örtlicherseits kann ich tatsächlich momentan sagen, konzentriert sich das aufs Stadtgebiet Neumarkt. Also wir haben keine Probleme mit Fahrraddiebstahl in den umliegenden Gemeinden. Und wir haben auch in anderen Stadtteilen von Neumarkt momentan keine Erfahrungen, dass Fahrräder gestohlen werden. Und es betrifft momentan hauptsächlich den Bereich Neuer Markt bis zum Bahnhof. Der Brennpunkt Bahnhof ist auch der Stadt Neumarkt bekannt. Nachgedacht wird über eine Kameraüberwachung oder ein Fahrradparkhaus wie am Nürnberger Hauptbahnhof. Damit könnte wohl so mancher Dieb abgeschreckt werden. Also im Prinzip weiß jeder, der mit dem Rad unterwegs ist in Neumarkt Richtung Bahnhof, dass das dort sehr unbefriedigend ist. Es sind zu wenig Radständer da, die entsprechen nicht den heutigen Qualitätsanforderungen. Und ja, es passiert halt auch viel, die Fahrräder werden geklaut oder werden beschädigt. Bei der Aktion kontrollierten die Polizisten über 50 Fahrradfahrer. Die Beamten gaben dabei auch einige Hinweise, wie Räder vor Diebstahl geschützt werden können. Am wichtigsten, das Fahrrad sollte immer an einem festen Gegenstand festgemacht werden. Weil bei den Diebstählen gerade aktuell haben wir festgestellt, dass die Fahrräder in sich versperrt waren, aber nicht festgekettet waren. Und somit können die zum Beispiel auch weggehoben werden. Ansonsten kann ich noch den Hinweis generell geben, und das ist auch Ziel der heutigen Kontrollaktion, dass wir an die Bürger Tipps geben und Hinweise geben, dass man das Fahrrad zum Beispiel registrieren lässt. Also die Polizeiinspektion Neumarkt bietet dazu Aktionen an. Sie können aber, das ist genauso gut, die Rahmennummer suchen. Die findet sich meistens auf der Unterseite des Fahrrades beim Tretlager. Mit diesen Ratschlägen auf dem Gepäckträger ging es für den Neumarkter Radler dann weiter. Zur Arbeit, zum Einkauf oder sogar zum Sport. Und jetzt haben wir wieder aktuelle Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Letzten Freitag wurde im Beisein des Ministerpräsidenten Markus Söder im Kloster Plankstetten das größte Strohballenhaus Süddeutschlands eingeweiht. Erbaut wurde das Haus St. Wunibald aus Stroh, Lehm und Holz. Söder zeigte sich in seiner Rede begeistert vom ökologischen und klimaschonenden Baukonzept des 6 Millionen teuren Gebäudes. Darin untergebracht sind neben Verwaltungsräumen auch ein Kindergarten und 30 Zimmer für Tagungsgäste des Benediktinerklosters. Anlässlich der Eröffnung des Schlossbades und des 100-jährigen Jubiläums des Freibades zeigt die Stadt Neumarkt die Ausstellung Spa, Schwimmen, Planschen, Abtauchen im historischen Reitstadel. In der Show sind Werke von 18 Künstlern aus Neumarkt und der Metropolregion Nürnberg zu sehen, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Die Ausstellung kann noch bis zum 1. Mai bei freiem Eintritt besucht werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am Samstag fand im Neuen Markt das Casting der Ufer Talent Base statt. Gesucht wurden neue Gesichter für gängige Fernsehformate wie zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar, Vorabendserien und Quizshows. Die Teilnehmer zeigten ihr Können als Sänger, Models und Schauspieler vor einer Jury und dem Publikum des Einkaufszentrums.
gleich nach einer kurzen Pause drücke ich wieder die Schulbank. Und zwar die Erste-Hilfe-Schulbank. Außerdem haben wir aktuelle Veranstaltungstipps und Wetteraussichten für Sie. Bis gleich. Regional und handwerklich ist das neue Bio. In unserer Metzgerei im Herzen von Neumarkt finden Sie über 100 hausgemachte Spezialitäten. Zartes Fleisch von Tieren aus der Region. Bei Feiern verwöhnt Sie unser Partyservice. Bögerl, weil ich besser essen will. Hey du! Du bist doch der aus dem Expertenmarkt, oder? Ja. Vielen Dank nochmal. War ein super Tipp. Mehr Leistung für Sie. Unsere starken Expert-Services. Weil unsere Kunden auch unsere Nachbarn sind. Ihr bringt den Stein ins Rollen, den Fortschritt in Gang und Butter bei die Fische. Ihr macht aus einem Tal ein Valley. Ihr fragt nach der Zukunft und antwortet mit Zuversicht. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt. Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. So, einmal bitte nochmal zu mir drehen. Wir bringen alles groß raus, was Wände, Türen und Dächer hat. Feldbusch Immobilien betreut Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie. Vom ersten Gespräch über eine Hochglanzpräsentation des Objekts in gedruckter und digitaler Form bis hin zum Vertragsabschluss. Feldbusch Immobilien, die Neumakler aus Neumarkt. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele-Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele-Center Ochsenkühn. Die BGN Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BGN Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bädersee im Plan in Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Naturschutz, der schmeckt. Juradistel Apfelschorle. In ausgewählten Restaurants und Getränkemärkten. Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben alle den alten Disco-Hit Staying Alive im Kopf, denn ich werde ihn an dieser Stelle nicht vorsingen. Es ist vor allem deshalb gut, ihn im Ohr zu haben, da er ungefähr die Geschwindigkeit bzw. den Rhythmus vorgibt, in dem man einen Menschen wiederbeleben muss. Mehr dazu jetzt bei Vanessa Hilf. Ich bin heute beim Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes in Neumarkt und neben mir steht die Eva. Letztes Mal hatten wir den Fall Auffinden einer Person, die atmet. Was mache ich denn jetzt, wenn die Person nicht atmet? Wenn die Person nicht atmet, starte ich mit der Wiederbelebung. So eine Wiederbelebung auf alle Fälle auf nackten Oberkörper. Dann sehe ich auch, wo der Rippenbogen hochkommt hier. Da ist die Brustbeinspitze, das ist das Brustbein. Druckpunkt ist im unteren Drittel des Brustbeins. Die Drucktiefe entspricht beim Erwachsenen 5 bis 6 cm. Das wäre ein Drittel der Brustkorbhöhe hier. Wir drücken in eine Frequenz von 100 bis 120 Mal pro Minute. Es gibt diese Lieder, die an die Frequenz vorgeben. Das bekannteste ist eigentlich Staying Alive. Der Handballen ist am Druckpunkt. Der andere Handballen ist darüber. Die Ellbogen sind durchgedrückt. Man arbeitet mit dem ganzen Körper. Das mache ich 30 Mal. Wenn ich alleine bin, werde ich 2 Atemspenden geben. Kopf überstrecken wieder, Mund auf, Nase zuhalten, über den ganzen Mund drüber, richtig drüber.
Oder aber Mund zu halten, Nase auf. Das Beatmungsvolumen sind ungefähr 500 Milliliter, das heißt einmal eine Sekunde auspusten. Jetzt heißt es wieder, Vanessa hilf. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Die Person atmet nicht, ich starte sofort die Wiederbelebung. Diese erfolgt auf nacktem Oberkörper. Im unteren Drittel des Brustbeins mit durchgedrückten Ellbogen ca. 5 cm tief nach unten drücken. Ungefähr zweimal pro Sekunde. 30 Mal drücken, dann zwei Atemspenden geben. Wenn die Person dann nicht atmet, geht es wieder von vorne los. Das mache ich so lange, bis die Person selbstständig atmet oder professionelle Hilfe eintrifft. Weitere Survival-Tipps für Ersthelfer gibt es in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Vanessa hilf. Letzte Woche haben wir über das Aufblühen der Kulturszene berichtet. Aufgrund der Corona-Lockerungen sind nun wieder mehr Veranstaltungen möglich. Ein paar der nun wieder stattfindenden Events haben wir Ihnen zusammengefasst. Hier sind unsere Veranstaltungstipps. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Der isländische Urban-Pop-Künstler Baldur Helgason ist ein großer Fan des spanischen Malers Matías Sánchez. Die Galerie Zink in Waldkirchen widmet den zwei Künstlern deshalb eine gemeinsame Ausstellung. Vom 9. April bis zum 22. Mai zeigt sie unter dem Motto Once upon a time a man was glued to his nose Werke zweier Kreativer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zumindest auf den ersten Blick. Wenn das Wiener Weltmusiktrio Cobario mit seinen zwei Gitarren und einer Geige die Bühne betritt, fühlt man sich gleich mittendrin, in der Hitze einer spanischen Nacht. Am 27. April gastieren die Musiker im Neumarkter Reitstadel und präsentieren ab 19.30 Uhr unter anderem ihre temperamentvollsten Stücke. Karten gibt es ab 24 Euro im Vorverkauf. Am 30. April lädt die Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz zum zwiefachen Tag ein. Dann dreht sich in Berching alles um den traditionellen taktwechselnden Tanz. An verschiedenen Örtlichkeiten gibt es Musizier-, Sing- und Tanzworkshops, spezielle Angebote für Kinder, Führungen, Ausstellungen und vieles mehr. Infos finden Sie unter www.zwiefachentag.de. Dort kann man sich bis zum 18. April zu einzelnen Programmpunkten anmelden. Kurzentschlossene haben dazu am 30. April in der Berchinger Kulturhalle die Möglichkeit. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Dieses Mal waren wir für die Aufzeichnung unserer Moderationen bei Plankstetten. Am Freitag in Endlich Wochenende begrüßt Sie dann wie gewohnt mein Kollege Ulrich Badura. Zum Schluss gibt es jetzt noch die Wetteraussichten. Wir sehen uns. Bis bald. Badespaß bei jedem Wetter. Das Schlossbad Neumarkt präsentiert die Aussichten für die Region. Ein Sturmtief zieht über Norddeutschland und sorgt in Mitteleuropa für Regen und viel Wind. In der kommenden Nacht ist es wolkig, aber es bleibt bei 6 bis 4 Grad meist trocken. Der Donnerstag startet mit vielen Wolken. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad. Nachmittags wird es etwas wärmer. Der Wind weht mit Sturmböen aus südwestlichen Richtungen. Am Freitag regnet oder schneit es oft. Es wird 6 bis 11 Grad warm. Wechselhaft wird es am Samstag. Selten gibt es Sonne, dafür aber viele Wolken und Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Sonntags klettern die Temperaturen auf 5 bis 9 Grad. Dazu bleibt es stark bewölkt. Selten fällt Schneeregen. Die Wetteraussichten wurden präsentiert vom Schlossbad Neumarkt. Hier fällt der Badespaß nie ins Wasser.